letzten Jahres hier in Singen. Ein äußerst schneller Mann aus der Schweiz, ein 25-jähriger Garagist. Garagen sagen wir ja dann, wenn Sie eine Autowerkstatt besitzen, aus dem Tessin kommen, aus dem schönen Ticino, wie die dort sagen, italienisch, mit einer Zeit von 1,27,8 Sekunden. Zweitschnellster Mann ist Fritz Reitmeier aus Backnang bei Stuttgart, die Startnummer 14 auf der Suzuki mit 1,28,5. Und wir begrüßen jetzt auch den Sportpräsidenten des deutschen Motorsports. Und zwar ist drittschnellster Mann Wolfgang von Muralt. Im letzten Jahr in der Sergio Pelandini, zweiter Mann hier in diesem schnellen Alpita-Rennen. Wolfgang von Muralt von Team Yamaha gemeldet. Noch einmal Grozi zu dem Schweizer. 1,28,8, die drittschnellste Zeit. Und dann kommt der Klaus Klein aus Freilingen an der Enz im weißen Lederkombi. Der weiße Riese aus Schwaben. Klaus Klein auf der Suzuki in 1,29,2 Sekunden. Jetzt will Bild steht drauf. Meisterschaftsspitzenleiter, der 33-jährige Kfz-Mechaniker, da wird noch geschraubt, Mensch, an dem Motorrad. Was ist denn da los? Das ist Zepage. Mit der Startnummer 1, der großgewachsene Mann mit dem Schnauzbart. Gibt es da Probleme? Ihr seht es kaum von hier aus. Wir sagen zunächst mal eine Zeit für den Zep. 1,30,2 Sekunden. Auf der fünften Position mit dabei, mit der Startnummer 6, Reinhold Roth. Aus Amzell und der Reinhold Roth und der Sepp Hage, die standen auch vor zwei Wochen nebeneinander am Nürburgring. Allerdings Nummer 18, Andreas Hoffmann aus der Schweiz, ein 25-jähriger Mann, der seit drei Jahren fährt, gelernter Mechaniker, aber mittlerweile tätig als Außendienstler bei einer Maschinenfabrik. Alles klar. Start Nummer 18, wir haben ja zwei Hoffmänner hier dabei. Es gibt noch einen deutschen Hoffmann. Und 350er Meister, der sich da in dieses Rennen, Sie erinnern sich nicht, hat Thank you.
Der aufgehenden Sonne Masato Kumano aus Japan.